Am 13. Oktober 2015 veröffentlichte die niederländische Flugsicherheitsbehörde einen offiziellen Bericht über die Ursache des Absturzes von Flug MH17 über der Ostukraine. Die Boeing 777 der Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur in der Donbass-Region abgestürzt. Alle 298 Menschen an Bord wurden getötet. Der Passagierjet MH17 sei von einer in Russland gebauten Luftabwehrrakete vom Typ Buk abgeschossen worden, so der Schlussbericht. Wer dafür verantwortlich sei, ob die ukrainische Armee, prorussische Separatisten oder sogar die Russen, lässt der Abschlussbericht offen. Die Buk-Rakete wurde zwar von den Russen hergestellt, jedoch befinden sich solche Raketensysteme, nach offiziellen Angaben, in den ukrainischen Armeebeständen. In den russischen Armeebeständen wurden sie vor einigen Jahren ausgemustert. Wie es nun anders nicht sein könnte, scheint der Standpunkt der westlichen Leitmedien schon von vornherein festgelegt zu sein. Schon deren einheitliche Überschriften, Zitat, MH17 wurde von Buk-Rakete aus Ostukraine abgeschossen, deuten unmissverständlich darauf hin, die Buk sei von prorussischen Separatisten abgeschossen worden. Der holländische Journalist Joost Niemöller stellt die niederländische Objektivität des Abschlussberichtes jedoch in Frage. Niemöller ist Autor des Buches MH17 The Cover-Up Deal, zu Deutsch das Vertuschungsübereinkommen. Bei genauerer Betrachtung sei der Bericht in seinen Augen sehr seltsam. Wenn der Bericht objektiv wäre, so Niemöller, würde man das jeweilige Pro und Contra verschiedener Abschussszenarien anschauen. Hier wäre jedoch nur ein Szenario angeschaut und das lautet, das Flugzeug wurde von einer Buk-Rakete abgeschossen. Das andere Szenario, das seiner Meinung nach noch wichtiger sei, nämlich dass es von einer ukrainischen Militärmaschine abgeschossen wurde, werde beinahe überhaupt nicht beachtet. In der Sendung vom 17. Juli 2015 berichtete Klagemauer TV ausführlich über die Beweisführung zweier deutscher, ausgewiesener Experten für Militärtechnik und Luftfahrt. Diese hätten unzweifelhaft belegt, dass die MH17 nicht von einer Buk-Rakete, sondern von einem ukrainischen Kampfjet abgeschossen worden sei. Zudem zweifelt Niemöller auch an der Objektivität der niederländischen Untersuchung, da es in Wahrheit eine niederländisch-ukrainische Untersuchung sei. Und das sei das wahre Problem. Es könne nicht von einer unabhängigen Untersuchung gesprochen werden, da die Ukraine selber eine Kriegspartei sei, so Niemöller. Auch wurde der russische Buk-Hersteller nicht eingeladen, um bei den Untersuchungen zu unterstützen. Dass es die westlichen Massenmedien mit ihren Quellen nicht so ganz genau nehmen, zeigt auch folgendes Beispiel. So behauptete das Schweizer Radio und Fernsehen SRF am 14. Oktober auf seiner Website, eine endgültige Antwort darauf gebe es nicht, wer die MH17 abgeschossen habe, aber starke Indizien. Diese hätte nicht zuletzt ein ehemaliger Buchhalter geliefert. Damit meint SRF Elliot Higgins. Higgins sei Mitbegründer des sogenannten Recherchenetzwerks Bellingcat. Er sammle im Internet YouTube-Videos sowie Fotos aus sozialen Netzwerken und analysiere jedes Detail. Higgins hätte auch russische Satellitenbilder untersucht und gefolgert, dass diese eine Fälschung seien. Unter anderem war auf russischen Satellitenaufnahmen ersichtlich, wie ein ukrainischer Kampfjet die Passagiermaschine MH17 abschießt. Wie fachkundig und glaubwürdig sind nun jedoch die Recherchen von Bellingcat, auf die sich beinahe die gesamte westliche Mainstream-Presse beruft. Selbst die Geheimdienste würden bei Elliot anklopfen, so SRF. Der unabhängige russisch-internationale Fernsehsender RT ging dieser Frage nach und lässt vorwiegend westliche Stimmen zu Wort kommen. Ein Großteil der etwa 2000 Mitarbeiter von RT weltweit sind nicht-russische Journalisten. Gemäß Spiegel Online vom 14. August 2013 habe RT in US-Großstädten mehr Zuschauer als jeder andere Auslandssender. Und bei YouTube habe der Sender als erste TV-Station überhaupt die Schallmauer von einer Milliarde Videoabrufen durchbrochen. Sehen Sie, liebe Zuschauer, nun als Gegendarstellung die RT-Sendung vom 10. Oktober 2015, die untersuchte, wer hinter dem Rechercheprojekt Bellingcat steckt. Nach über einem Jahr Arbeit wird die holländische Flugsicherheitsbehörde einen offiziellen Bericht über die Ursache des Absturzes von Flug MH17 über der Ostukraine veröffentlichen. Bis zu dieser Veröffentlichung dauert es noch eine Woche. Eine Webseite, die sich eine Ressource für investigativen Bürgerjournalismus nennt, veröffentlicht einen eigenen Bericht. Anastasia Cherkina sieht sich an, worauf sich die Erkenntnisse gründen. Was braucht man dazu, um die öffentliche Meinung zu formen und Nachrichten über den Ukraine-Konflikt zu erzeugen, Antworten und Lösungen zu finden, denen selbst die hellsten politischen Köpfe ausweichen? Kann eine Couch und ein Laptop mit Zugang zu endlosen Beiträgen in den sozialen Medien ausreichen, um das ganze Bild zu zeigen? Bevor irgendeine offizielle Untersuchung der MH17-Tragödie abgeschlossen ist, behauptet die Webseite eines Bürgerjournalisten, er habe die Antwort gefunden. Bellingcat wird von Elliot Higgins betrieben, einem 36 Jahre alten Arbeitslosen Büroangestellten. Ihm wurde ursprünglich im Netz und in den Medien Aufmerksamkeit zuteil, weil er Waffen im syrischen Konflikt analysierte. Obwohl er diesbezüglich keine Erfahrung oder irgendeine Ausbildung hatte, er gab sogar zu, dass er das, was er über Waffen weiß, von Arnold Schwarzenegger und Rambo hat. Ich wusste nicht viel über Waffen, ich konnte kein Arabisch und wusste nicht viel über Syrien. Was ich hatte, war eine enorme Menge Informationen online. Zu Bellingcats liebsten Werkzeugen gehören YouTube und Google Earth. Higgins stützte darauf seine Behauptung, dass Russland Satellitenbilder gefälscht hatte, um die ukrainische Armee für den MH17-Absturz zu beschuldigen. Der Mainstream dachte, er sei auf Gold gestoßen und es hagelte Schlagzeilen wie diese. Aber offensichtlich waren sie etwas vorschnell. Bellingcat stützte seine Erkenntnisse auf ein Fotoanalyseprogramm und der Programmentwickler tat sich schwer mit Higgins. Er sei das perfekte Beispiel, Zitat, dafür, wie man Bilder nicht analysiert. Der Spiegel entschuldigte sich später, den Bellingcat-Bericht für bare Münze genommen zu haben. Sie publizierten zudem ein Interview mit einem entsprechenden Experten, der die Bellingcat-Methoden zerfetzte. Was Bellingcat tut, ist nicht mehr als Kaffeesatzleserei. Fehleranalyse ist eine Methode, die von Laien eingesetzt wird. RT wollte den Mann hinter Bellingcat finden, für seine Sicht der Geschichte. Elliot nimmt nicht ab. Ich werde ihm noch eine Twitter-Nachricht schicken, denn er hat mir bereits einige Twitter-Nachrichten geschickt. Er will, dass ich ihm online Fragen stelle. Wir wollen seinen Betrieb aber sehen und ihm persönlich begegnen. Hallo, hier sind ein paar Gentlemen, die filmen. In Ordnung, wegschicken. Du bist nicht hier. Können Sie dich für nur 5 Minuten sprechen? Hey, Elliot. Hallo Elliot. Oh, er hat aufgelegt. Er ist da, will aber keine Besucher. Ja, er ist nicht oben, heute nicht im Büro. Dies ist offensichtlich ein weiteres Büro von Higgins. Ich suche Elliot Higgins. Er hat hier ein Büro. Elliot Higgins? Nein, haben wir hier nicht. Hallo, wie geht's? Ich suche Elliot. Das könnte Elliots Mutter gewesen sein. Ich musste ihr gegenüber natürlich sagen, dass er nicht mit mir reden möchte. Wir haben alles getan, um ihn zu finden. Ich bin sicher, einige seiner Berichte sind gut. Ich würde mir aber wünschen, dass er sich nicht vor uns versteckt. Higgins' politische Ansicht stellt sich am besten in seinem kürzlichen Bericht für den Atlantic Council dar, ein Think Tank, der seine Verbindung zur US-Regierung nicht verbirgt. Er ist eine ziemliche Lachnummer. Er lag so oft falsch. Wenn man sich die Finanzierung von Bellingcat und Higgins ansieht, woher kommt die? Sie kommt vom Atlantic Council, auch von anderen westlichen Quellen, darunter auch USAID, die US-Agentur für internationale Entwicklung. Und er macht daraus kein Geheimnis. Anastasia Cherkina, RT, London.